Alles Gute zum Muttertag, kann ich da nur sagen. Ihr lieben Alten und Jungen, Hübschen und Dicken und Dünnen und verrückte Mütter. Alles Gute. Ich bin der alte Knacker Schmatz aus dem Rostingstädtchen, wenn ich auch eben wieder wollt. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann's nicht mehr lesen. Der Neulenkbach. Flock. Flock. Flug. 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 Neulenkbach. Flug. Ah! Ich habe mir ein bisschen Arbeit gemacht. Nicht nur, dass ich bereits 250 Vitrinen abgestaubt habe. Fragt's nicht, wie lange das dauert. Fragt's nicht, wie viele Flaschen vom Reinigungsmaterial man da verwenden muss. Nein, ich habe mir auch schon 250 Vitrinenbeschilderungen ausgedruckt, die ich jetzt schneiden werde. Yeah! Und dann werde ich sie kleben. Noch mehr yeah! Da wird mir nicht fad. Apropos fad. Meine Frau hat bereits den Weg zum Essen angetreten. Es gibt heute wieder vom Suppenwurt die altbekannten Schupfnudeln. Da weiß man, was man hat. Ui, der Sessel ist aber sehr tief gelegen. Und es hätte gegeben bei der Mühle eine Spargelquisch oder Quiche oder wie auch immer man das nennt. Das ist mir aber dann zu riskant gewesen, weil ich ja schon weiß, wie gut die Schupfnudeln sind. Das wäre dann ungeschickt, auf was Quischiges, nicht einmal Deutschgesprochenes zu steigen. Ja, ich zeige euch das, wenn es kommt, und dann werden wir das essen. So machen wir das. Die Frau hat das Essen gebracht. Viele Plastikdegerl heute. Interessant. Eine Kiste. Eine Kiste ist immer gut. Oh, Salat. A la Suppenwirt. Spargel, Dingsti, Bumsti, Schupfnudeln. Das dürfte meins sein. Und was haben wir hier? Flüssiger Spargel. Ja, mal schauen, ob das vegetarisch ist. 1009 laborbestätigte Fälle am 9.05.2021, 11 Verstorbene, 1842 Genesene. Der Tagesvergleich 105,1 ist die 7-Tage-Inzidenz, 627.076 laborbestätigte Fälle, 30.022 aktive Fälle, 886 im Spital ohne Intensiv, 406 auf der Intensiv, 34.299.962 durchgeführte Testungen, 10.121 Verstorbene und 586.933 Genesene. Die letzten 4 Tage im Vergleich. Am 5.5. 1.329 laborbestätigte Fälle. Am 6.5. 1.483 laborbestätigte Fälle. Am 7.5. 1.196 laborbestätigte Fälle. Am 8.5. 1.026 laborbestätigte Fälle. Ein arbeitsreicher Sonntag geht zu Ende. Ich habe viele Vitrinen gereinigt, ich habe viele Schilder ausgedruckt und geschnitten. Wow, ist das eine doofe Arbeit. Da überlegt man sich sicher noch, ob man nicht lieber das lassen möchte mit einem Museum. Das Essen, also diese Schupfnudeln mit dem Spargel und der weißen Soße mit den nicht gefundenen Bröseln und dem Salat, waren sehr lecker. Ich muss sagen, um einiges besser mit dem Salat, der nicht der Rucola ist. Ja. Der, wie heißt der andere? Vogelbeer? Vogelsalat. Vogelsalat ist okay, aber ich muss sagen, der heute war sogar noch besser. Ja, muss man ganz direkt sagen. Und das Risotto, bin froh, dass ich es nicht bestellt habe für mich, denn Risotto ist ja Risotto, ihr wisst, was ich meine. Noch dazu hat es für mich ein bisschen nach Milchreis geschmeckt. In Kombination mit der Pistazie. Gut, dass ich Schupfnudel gegessen habe. Hat sehr gut für mich gepasst. Auch einige Kinder wollten dann doch eine Schupfnudel haben. Haben mich sehr bestätigt in meiner Überlegung. Es war... Irgendwie riecht hier sehr streng. Es war mengenmäßig absolut in Ordnung. Und ansonsten waren die Kinder maßlos überfordert mit der Tatsache, dass die Omas da waren. Wir haben jetzt sehr wenig Kontakt mit anderen Menschen gehabt im familiären Bereich wegen diesen Lockdown-Geschichten und den Covid, und heute waren eben die Omas da und das war echt, echt anstrengend für die Kinder, und am Abend waren zwei schon echt tot.
Sag, stinkt die Fliege so oder wie ist das? Ich glaube, wir müssen da mal evaluieren, ob die Fliegen vielleicht Covid übertragen über Geruchsknospen. Ja, ich werde jetzt noch anfangen vielleicht, nachdem ich die Racer-Dinger, die da noch so rumliegen, die kleinen, aufgebaut habe, werde ich vielleicht noch das Lesters Windrad aufbauen. Das, wo ist das eigentlich hingekommen? Da oben. Das liegt da oben in der grauen Kiste, frisch gewaschen und wird irgendwie aufgebaut werden. Und dann schauen wir mal, ob das so in diese große Vitrine reinpasst, die ich dafür reserviert habe. Ja, ich gehe mal davon aus, dass jetzt große Entspannung kommt. Ich habe mit verschiedenen Museumsorganisationen Kontakt aufgenommen, in der Hoffnung, dass mich die als Museum akzeptieren und aufnehmen in ihre wunderbaren Listen. Das wäre sehr schön. Und dann ist die Frage, wie können wir das jetzt bewerben? Wie können wir das machen, dass jemand weiß, dass es uns gibt? Und dass es schön ist. Ich habe jetzt so Testführungen durchgeführt und die sind ganz gut angekommen. Gut, bei meiner Mutter nicht. Aber meine Mutter ist kulturell nicht so interessiert. Die ist mehr die Frau auf Schweinsbraten, möchte ich jetzt mal sagen. Und recht hat sie. Schweinsbraten ist ja was Leckeres. Apropos Schweinsbraten. Was werden wir denn morgen essen? Meine Frau hat Dienst, das heißt, sie ist nicht da. Wahrscheinlich klingt das wieder nach Brot, oder? Ja, wir haben noch viel von diesem Topfenaufstrich, Kräuterding. Das können wir morgen essen. Da freue ich mich. Wann könnte man wieder YouTube-Videos machen? Da gehen ja einige Fenster und Optionen auf. Das ist wunderbar, da freuen wir uns. So, jetzt wandere ich zum Mistkübel, denn unser Wenzel hat mir diesen Legostein in ein Lego-Set gegeben. Dieser Legostein wurde schon mal von jemandem mit Uhu behandelt. Und wenn jemand mit Uhu einen Legostein behandelt, ist das immer eine Sache, die nicht sehr lange funktionieren wird. Ja. Und dann schauen wir uns noch das Experiment fertig an. Die Doc, wo man die Rassisten getestet hat, die mich sehr schockiert haben. Und ich das jetzt meinen Kindern auch zeige, damit die auch ein bisschen schockiert sein können. Ja, das ist der große Plan. Ich habe meine Firmen-EDV adaptiert, dass sie jetzt den 13% Umsatzsteuersatz versteht und habe erfolgreich alle Styroporflieger, die es bei uns gibt, alle Snacks und alle Getränke erfolgreich EDV-mäßig erfasst und Preislisten ausgedruckt. Hochtechnische QR-Code-Listen habe ich aktualisiert. Und Webdesign, und also es ist echt unglaublich, darum halte ich mich kurz, denn sonst komme ich überhaupt nicht zum Lego bauen. Und das will ich jetzt aber tun, denn ich sag's euch, ich bin erschöpft. Habe vor, heute noch was zu naschen. Ich habe erst circa einen halben Kilo Kuchen mit Joghurt gegessen. Und jetzt ist Zeit für gemütlichen Nachtisch mit meiner Frau am Sofa. So stellte ich mir das vor. Oh, das ist ein, draußen ist es windig. Das ist ein schöner Ansatz. Das ist der große Plan in diesem Sinne. Bis später, bis dann, wir sehen uns dann morgen auf diesem YouTube-Kanal.